Hallo zur neuen Videowochenschau. Kommunen an der Autobahn schließen Allianz gegen Stromtrasse. Das haben 11 Bürgermeister kreisübergreifend am Donnerstag in Dinklage vereinbart. Über die Trasse soll Windenergie vom Norden in den Süden transportiert werden. Eine denkbare Variante läuft durch das Oldenburger Münsterland. Die Nordwestbahn führt am 11. Dezember ein Alkoholverbot ein. 40 Euro kostet ein Verstoß. Und Hoverboats, die Self-Balance-Scooter, mit denen man bis zu 6 Stundenkilometer schnell fahren kann, nehmen im Landkreis Diepholz Überhand. Laut Polizei sind diese Geräte für den öffentlichen Straßenverkehr gar nicht zugelassen. Die Besitzer müssen außerdem eine Haftpflichtversicherung abschließen. Weitere Infos zu all diesen Themen findet ihr am Freitag in der Oldenburgischen Volkszeitung. Moin, liebe UV-User. Die neue Webseite ist online, www.oldenburgische-volkszeitung.de. Schon reingeschaut? Optimiert für Smartphone und Tablet präsentieren wir euch einen komplett neuen Auftritt. Zentrales Element und direkt auf der Startseite ist der UV-Newsfeed auf unserer neuen Webseite. Eure Timeline für den Landkreis Vechta. Alle Informationen, alle Nachrichten zusammengefasst auf einer Seite, übersichtlich und natürlich mobil optimiert für Smartphone und Tablet. Die Nachrichten der UV-Redaktion von unseren Reportern vor Ort und unser Videoangebot und natürlich auch die UV-RSS-Feeds von Kommunen und Gemeinden laufen dort ein. Einfach mal reinschauen und informiert sein auf dem UV-Newsfeed. Jetzt neu auf oldenburgische-volkszeitung.de. Zum Schluss noch zwei musikalische Veranstaltungstipps für euch. An diesem Wochenende findet das große Musikerbundesfest in Vestrup statt. 2 Tage lang, los geht es am Samstag um 19 Uhr im Eckelkamp. Und in Damme gibt es ein offenes Singen. Von 17 bis 18 Uhr am Sonntag in der Scheune Zerhusen. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende und genießt das schöne Wetter. Ja, bei mir ist Niklas Gieske, einer von 7 Neuzugängen bei Rasta Vechta. Niklas, der Stoppelmarkt ist vorbei. Ist die Saison, die auf Rasta Vechta jetzt wartet, wird das eine Achterbahnfahrt oder eher so ein gechillter Abend im Zelt? Ja, den gechillten Abend im Zelt habe ich gar nicht mitgemacht. Von daher kann ich es nicht genau sagen. Ich denke, es geht natürlich hoch und runter. Das geht es in jeder Saison. Ich glaube aber, dass wir eine gute Mischung haben im Team. Die ersten Eindrücke waren sehr, sehr gut. Dementsprechend hoffe ich natürlich, dass wir schnell oben auf sind. Da dürfen Sie nicht, da kommen zu mir. Takata, wir spielen Takata, ihr gebt uns Takata.